Ich habe was vorbereitet, ein Make-up in 3 Schritten von diesem zu diesem. Bleib gerne dran. Aua! Ich freue mich, dass du hier bist. Mein Name ist Ramona. Oh mein Gott. Egal, ich lasse es jetzt so. Also in 3 Schritten von hier zu hier, das kriegen wir jetzt hin, oder? Ah, Herrgott im Himmel, das war jetzt schon wieder was. Wir starten und wir mixen uns ein bisschen von dem Illuminating Primer. Oh, ein bisschen, naja, gut. Und von der BB Cream mixen wir uns hier auf meinem Brettchen jetzt schön zusammen. Ich bin ganz schön nah dran, gell? Also irgendwas ist hier anders da. So, und jetzt gehen wir dahin, wo wir es am meisten brauchen. Ich tatsächlich im Moment hier. Die Lippen lassen wir heute aus, das heißt, da ist nur ein Lip Plumper drauf, ein Hottie. Ist ein bisschen albern, gell, ein Lip Plumper, aber wegen dieser wunderschönen Erkältungsblase, die mich heute Nacht heimgesucht hat. Und jedenfalls ist dieser Plumper aber gut, weil da Chili und Minzöl drin ist. Da das Teil aber heute Nacht kam, war ich ein bisschen spät dran. Wenn du merkst, es kribbelt und du hast damit so ein bisschen Last mit diesen Erkältungsbläschen, wenn du merkst, das erste Kribbeln kommt und du machst dann den Hottie da drauf, dann ist das quasi, hat sich die Sache erledigt und die werden nicht so riesen dick und platzen auf und weißt was, ich meine, ekelhaft einfach, ne? So, verblenden ist das A und O und das haben wir jetzt ganz großzügig gemacht, ne? So, den letzten Rest nehmen wir auch noch hier raus. Das können wir uns hier oben her noch ein bisschen fresh machen, gelle? So, und dann geht es auch schon weiter. Jetzt kommt der Schritt Nummer 2, nämlich Farbe. Das heißt, bei mir gehören da auch Augenbrauen dazu. Das ist absolut optional, weil ich mag das halt gerne, wenn die ein bisschen eine Kontur haben und ein bisschen besser sichtbar sind, weil Augenbrauen sind nun mal der Rahmen des Gesichtes und da gehört es halt eben dazu, dass man die ein bisschen in Szene setzt, falls die das nicht von sich aus schon tun. Okay, deswegen mache ich einfach hier mit meinem Augenbrauenbürstchen und dem Augenbrauenpuder ein bisschen Säuerei auf meinem Tisch und ein bisschen die Augenbrauen auffüllen. Das war kein guter Satzbau, aber gut. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? So. Und ich habe den Rest eben in einem Live-Tutorial geschminkt. Und das hat natürlich, weil ich da auch noch viel mehr rede und Fragen beantworte und so, hat das ein bisschen länger gedauert. Aber wir lassen jetzt einfach mal hier die Zeit mitlaufen. Das schaffen wir schon. So, jetzt machen wir die Augen-Make-up-Grundierung drauf. Die ist super wichtig, weil ich gleich mit den All-in-One-Sticks hier ein bisschen hantieren möchte und die sind cremig und ich habe Schlupflid und deswegen möchte ich nicht, dass mir der in die Lidfalte krabbelt und deswegen mache ich die Augen-Make-up-Grundierung unten drunter. Ich bin Brillenträgerin, deswegen setze ich mir die auch hier nochmal hin, dann rutscht mir auch die Brille nicht. So, und die darf jetzt ein bisschen trocknen, in der Zeit fangen wir trotzdem schon mal an und zwar mit dem Chocolate Soufflé. So ein bisschen als Bronzer. Huch, bin ich ein bisschen von der Spur abgekommen. Hä? Naja, gut. Ist nicht so schlimm. Das Ding ist ja cremig und das heißt, das verzeiht dir unfassbar viel. Auch wenn du mal zu viel nimmst, da wird einfach weiter verblendet. Wenn du ein bisschen vom Weg abkommst, dann wird das einfach hier verblendet und gestrichen und ne, also diese cremigen Dinger, die verzeihen dir schon nochmal ein Mühe mehr als was Putriges. Das ist einfach so. Ne? Und die pflegen deine Haut noch oben drauf. Das ist der Oberknaller. So, und gerade wenn wir uns in dem Ü40-Bereich aufhalten, ne, wo ich zugehöre, wo ich auch zugehöre, oh, meine Wortbausteine sind heute ein bisschen durcheinander gewurstelt, okay? Oder meine Satzbausteine. Wie nennt man diese Dinger? Wörter. Man nennt sie Wörter. So, egal, wir machen weiter. Der Pony Pink, den machen wir jetzt auch noch hier hin. So ein bisschen als Rouge, gelle. Kannst du auch schön verblenden. Und du kannst das auch natürlich, wenn du möchtest, für die Lippen nehmen, aber aus
Gründen, die ich vorhin genannt habe, sparen wir uns das, ne? So, jetzt können wir hier oben her schon mal ein bisschen gehen damit. Das ist so ein bisschen der schöne, wunderschöne Champagner. Der kommt ganz bald wieder in meinen Shop. RamonaKieser.de heißt der übrigens, falls du da mal schauen möchtest. Alles, was du hier siehst, findest du auch dort. So, und das hier fühlt sich jetzt gut an. Jetzt brauchen wir einen Pinsel und den Schokosoufflé nochmal. Und du kannst dir das entweder tatsächlich hier so drauf stempeln oder du gehst mit einem Pinsel her und trägst dir das cremige Schätzchen quasi mit dem Pinsel auf dein Augenlid. Und da brauchst du auch gar nicht viel für können. Das geht easy peasy und wir haben ja eben gelernt, so ein cremiger, der verzeiht dir auch wirklich viel. Das heißt, wenn du jetzt ein bisschen schnuddelst oder ein bisschen, ja, es verkackst, sag ich jetzt mal auf liebevolle Art und Weise, dann kannst du das auch wunderschön wieder verblenden. Okay, bis es weg ist. So, und das war jetzt nochmal hier der Champagner. Schön aufs Augenlid, direkt mit dem Teil. Und, warte mal kurz, muss mein Pinsel von eben. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Kante nicht so ganz sauber gemacht haben, dann ziehst du hier mit deinem Foundation-Pinsel oder wir gehen gleich nochmal mit der BB-Cream im hellsten Ton drüber. So, der zweithellste Ton ist jetzt dieser BB-Cream-Ton. Ich habe Mühe viel genommen, glaube ich. Aber wir kriegen das jetzt schon irgendwie ohne hier. Keine Panik auf der Titanic. Wir verblenden ganz hoch. Immer schön nach oben liften, Mädels. Immer schön lüften, liften. Und lüften natürlich auch. Habe ich eben auch gemacht. Die ganze Bude gelüftet und geliftet. So. Und dann hast du hier hinten das auch schon wieder in Ordnung gebracht. Siehst du, was ich meine? So. Kann man noch so ein bisschen überall verteilen, wo man es halt gerne haben möchte. Und lass das jetzt mal ein bisschen einziehen in die Haut. Und den Rest verblenden wir gleich wundervoll mit unserem Pinsel. Okay? Bis dahin machen wir ein bisschen Wimpern, weil hiermit sind wir eigentlich schon so gut wie fertig. Es fehlen nur noch die Wimpern. Und der Gloss ist schon auf den Lippen drauf. Wir starten mit der wuscheligen Seite. Und das ist Primer und Serum und Tusche und Tubing. 4 in 1 in dem Schätzelchen drin. Ich sitze hier, guck mal, wie ich hier sitze. Völlig fixiert. Auf das, was ich hier tue, ne? Und übrigens, guck beim Tuschen ruhig ein bisschen runter. So, in diese Richtung. Dann schnuddelt man sich nicht so an. Weißt du, was ich meine? Oh, ich habe was vergessen. Fällt mir gerade ein. Verdammt, warte kurz. Warte. Und zwar mit dem cremigen oben drüber und Schlupflidern finde ich es immer wichtig, nochmal mit einem Prime und Setting Puder in Transparent wenigstens in die Lidfalte zu tupfen. Safety first, ne? Es ist ein All-in-One-Stick, ja, aber mit Schluppi-Lid würde ich eher immer mal auf Nummer sicher gehen. So, und jetzt tuschen wir aber weiter, gelle. Die Frau, die immer 100 Jahre zum Tuschen braucht. So, wir fangen mit der wuscheligen Seite an, habe ich schon gesagt. Immer schön vom Wimpernkranz bisschen wackeln und nach außen ziehen. Dann gehen wir hier runter zu den Minis. Auch hier hinten die in der Ecke, ne? Nicht vergessen. So, und dann drehen wir die Bürste, die Rundung nach oben zu der Silikonseide und setzen wieder schön am Wimpernkranz an. Ich wollte es gerade sagen, passt aber auf, dass ihr nicht so nah ins Auge kommt, weil die Silikonbürstenseite, die tut echt weh im Auge. Ich bin immer nur dankbar, dass die Tusche nicht brennt. Oh Gott. Ah, ich habe mich mal kurz ausgeheult jetzt, hey. So, alles noch fixieren. Und fertig ist dieser wunderschöne Look. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare oder mir direkt eine Nachricht. Ich freue mich über dein Herz und viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüsschen.